Jo, der Mate hier. Ja, hier ist mein neues Regal. Ich bin mitten im Umzug, wie ihr seht. Meine Comics sind noch nicht ganz drin, meine Kunstbücher auch noch nicht alle. Hier so der heilige Gral, Subway Art, aber Nachdruck. Ich werde euch zu einigen der Stücke auf jeden Fall demnächst kleine Videos hier aufnehmen, Shorts oder längere. Subway Art übrigens habe ich eine Markierung drin, bis wohin ich das einmal für euch geblättert habe. Aber wir machen jetzt trotzdem, dass ich eigentlich was anderes machen müsste, ein Unboxing. Ich spanne jetzt einmal das Handy statt eine der Kameras. Da sind die Kameras, einige zumindest der Kameras, in eines der Stative und wir unboxing ein Banksy-Buch. Das habe ich vor ein paar Monaten gekauft. Und wie ihr seht, ich habe diese Angewohnheit, wenn ich Bücher noch nicht gelesen habe, hebe ich mir normalerweise das Auspacken auf. Das ist so mein Ding. So, wenn ihr Bücher bei mir seht, die sind unausgepackt, wie ein Teil dieser Marvel-Kollektion, dann habe ich sie noch nicht gelesen. Ja, gut, wir legen jetzt mal mit dem Unboxing los. Habt ihr auch Schnupfen? So, ich hätte ein richtiges Stativ nehmen sollen, aber ich habe jetzt ein Handystativ genommen. Dann kann ich euch empfehlen, kauft euch so ein Opinel-Messer, wenn ihr wollt. Das ist jetzt tatsächlich das von meinem Neffen mit so einer Branding-Gravur. Aber ich habe auch eins. Bei mir steht einfach nur nichts drauf. Habe ich bei Bösner mitgenommen. 7,95 € mit Steuer. So, ich muss das jetzt. Ja, gut, mal gucken. Ach, hat doch geklappt. Ich wollte es jetzt nicht zerkratzen. So, zack. Das Wu-Tang-Buch habe ich auch angefangen anzuboxen. Das liegt aber in der Arbeit auf dem Schrank. Wir haben das in der Mittagspause machen wollen. Na gut. Banksy. Oh, so. Ach, jetzt will das Stativ kurz nicht. Wartet. So. Ach, Mann, 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 Mann. So wäre doch noch besser, ne? Ja, ich hätte ein richtiges nehmen sollen. Gut, selbst schuld. Wir blättern das jetzt einmal durch. Ja, der gefeierte Street Artist. Wer kennt ihn nicht? Aha. Sehr schön. Wie viele sind es denn? Ich drehe noch mal um. Aha, es sind 6, 10 plus 5, 15, 13 Stück oder was? 18 steht da. Okay, die sind nicht alle auf der Rückseite abgebildet. Okay, die kann man dann halt auch verschicken. Keine Ahnung, ob man das jetzt auch auf Amazon kaufen kann. Doch, ist okay, ist cool. Ne? Ich habe sowieso so eine Affinität zu Ramsch und Bildbänden und solchen Dingen. Deswegen, für mich ist das genau das Richtige. Oh. Vermeer, das Mädchen mit dem Ohrring. Warte mal, ich lege es euch mal hier hin. Gibt einen Megafilm. Lackner Rockbox Frau, die Schauspielerin, spielt in dem Vermeer-Film das Mädchen mit dem Ohrring. Sie ist eine Hausbedienstete. Also das Original ist von Vermeer. Es gibt einen Film halt auch dazu. Das Mädchen mit dem Ohrring. Wer wirklich das Mädchen war, ist unklar. Und die Schauspielerin, die Lagatha spielt, sie spielt in ihrer Jugend halt diese Rolle. Ein britischer Junge oder ein Punker. Er ist halt immer sehr gut in Szene gesetzt, sowas. Also abgefuckte Wände, kaputte Fenster, die waren schon zwischendurch gestrichen, dahinter wahrscheinlich irgend so eine kaputte Halle. Ne? Macht schon gut was her. Ja, dann hier so ein Museumsmitarbeiter. Smash the System. Ja, hat Basquiat schon gemacht. Ja, gut, das muss ich jetzt sagen. Okay, haut mich jetzt nicht so um. Mag der halt seinen Stuhl nicht. Ist der Gamer oder was? Hat er gerade verloren und schiebt es auf den Stuhl. Ah, okay, Judo. Ich habe Videoaufnahmen als kleiner Junge, wo ich Taekwondo gemacht habe. Da haben wir auch so einen Griff gelernt. Und da fliegt mein Vater durchs Wohnzimmer, wo ich habe gedacht, ich schmeiße ihn um. Tatsache ist, der hat sich selber geworfen. Aber ich habe es noch mit meiner Mutter vor ein, zwei Jahren, haben wir uns noch so Kinderaufnahmen angeguckt. Ich war echt ein anstrengendes Kind, ey. Ja. Okay. Der hört das Telefon ab oder was? Keine Ahnung. Ich verstehe den Witz nicht so ganz.
Aber ist schon geil, ja. Doch, ist es, steht da was? Ah, ne, müsste ich jetzt hier gucken, ob es ein Gemälde ist oder ob es auch ein Mural war. Gucken wir mal gemeinsam. Banksy, Kamera verschmiert. Aha, Agents, bla bla bla. Chelten, England. Ja, ne, war auch ein Dings. Hier ein Indianer gegen irgendeinen Protestanten. Ich lege mal kurz die PlayStation-Controller weg. Ja, cool. Nee, das sind Protestanten gegen Protestanten. Der eine ist für Liebe, der andere ist für Frieden halt. Ja, gut. Ja, Origami, kann das jemand von euch? Ja, der Origami-Kranich ist dann trotzdem Fisch. Was steht da? Ja, scheiße. Live Snow, Dies Free, Demont, Your... Irgendwas, fragt deine irgendwas. Okay. Ich mach's euch einmal noch in dem Format. Könnt ihr das ja besser lesen als ich. Oh, Schnupfen, Schnupfen, Schnupfen. Ja, das ist hart halt, ne? Der Tod ist unterwegs. Aha, Oldschool. Ich weiß nicht, das könnte vielleicht die alte Thatcher sein oder einfach nur eine alte Frau. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, wer die Leute da jetzt sind. Ich kann die nicht zuordnen. Ja, das ist natürlich ein schönes Spiel hier mit den Kindern, Schatten, die da schaukeln auf den Absperrungen. Ich weiß nicht, ist das Gaza vielleicht oder so? Ist das eine Panzersperre oder eine normale Absperrung? Ich weiß es nicht. Okay, Buddha. Mit verlaufender Farbe. Ja, cool, kann man machen. Und mit Handbandage und Autounfall hat der wohl gehabt. Hat der noch so ein Korsett um und blutet aus der Nase. Gut. Ja, das Ding ist mit den Ratten, wenn ihr euch die ersten Graffiti-Dokus und so einzieht, ein Architekt aus Paris, Blake Lerat, hat ursprünglich die Ratten schon in den 80ern etabliert. Ich weiß nicht, ob Banksy sich was dabei gedacht hat oder nicht. Also diese Technik stammt ursprünglich von Blake Lerat aus Paris, heute Architekt, mehrfach auch in Graffiti- und Hip-Hop-Dokus erwähnt und auch, interviewt. We need freedom to stencil. Ja, wir brauchen Freiheit, um Stencil zu machen. Und dann eine Campbell Spraydose. Ja, cool. Ist okay. Warum nicht, ey? Komm. Ja, der blutet da halt, ne? Ist aber, man muss auch zugeben, ne? Ihr könnt ihn haten, wie ihr wollt. Die Stencils sind alle klasse, ne? Ist viel Arbeit, der bringt die richtig an. Ne? Egal, wie sehr man ihn nicht mag oder es scheiße findet, was am Ende Thierry aus der Bekanntschaft gezogen hat, hier dieser Mr. Brainwash, das Talent, schöne Stencils zu machen, kann man ihm nicht absprechen. Krasser Typ, Banksy, so oder so. Das war's, ein 8-Euro-Kalender-Ding. Ich weiß nicht, wann ich bei Bösner war, Anfang des Jahres, und ich habe es mir aufgehoben, um es einmal mit euch gemeinsam zu gucken. Dann ist auch für mich die Überraschung größer. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. So, dann heiße ich euch hier herzlich willkommen. Und verabschiede mich gleichzeitig. Vielleicht noch was ganz Kurzes. Ach, nee, machen wir ein andermal. Wartet mal, hier Tony Montana. Wenn ich dann soweit bin, in den nächsten Wochen, wird dann von hier aus wahrscheinlich gestreamt. Ich kann dann halt auch die Kamera anders positionieren. Da gibt's auch noch was zu sehen. Lasst euch überraschen, was es zu sehen gibt. Ich hoffe, ihr habt dann Spaß an dem Banksy Postkarten Album 2. Und so Unboxings und Bücher und so werde ich euch auf jeden Fall sowohl als Video als auch als Shorts unregelmäßig geben. Sehr geiles Buch übrigens, Graffiti World, kann man gebraucht noch kaufen, kostet 39 Euro bei Amazon, vielleicht etwas mehr. Ich habe es vor 5-6 Jahren gekauft und hatte es sehr lange als eine Leihgabe aus dem Glashaus, bis ich dann irgendwann die Monetas hatte, es gesucht habe und herausgefunden habe, es wird nicht mehr gedruckt, aber man kann es trotzdem noch kaufen. In dem Sinne, liebe Grüße, euer Marte. Ciao, ciao, ciao.